Harald, du bist anthroposophisch orientierter Psychiater in Bern. Und ich bin gespannt, was du uns aus der Erfahrung in deiner Praxis über die Vergesslichkeit erzählen kannst. Ja, zunächst kann ich vielleicht etwas dazu sagen, was es bedeutet, anthroposophisch orientierter Psychiater zu sein. Das heißt, es ist eine Erweiterung der üblichen Psychotherapie-Methoden in Richtung der anthroposophischen Methoden. Und es gibt dort Hinweise in einem Vortrag von Rudolf Steiner, der genannt wird Nervosität und Ichheit, wo eine Reihe von Formen von Nervosität aufgeführt sind und unter anderem als erstes oder eine wesentliche Form dargestellt wird in der Form der Vergesslichkeit. Und diese Vergesslichkeit ist etwas, was in meiner Praxis sehr häufig eine Rolle spielt, dass Menschen kommen und klagen, dass sie an Vergesslichkeit leiden. Häufig sind sie erschöpft und merken, dass ihr Gedächtnis abnimmt. Und andere Patienten leiden langfristig an Vergesslichkeit, was sich zum Beispiel zeigen kann in den Phänomenen, dass sie immer etwas liegen lassen, dass sie sehr viel verlegen, weil sie nicht aufmerksam sind für den Moment, wenn sie etwas ablegen. Und in diesem Vortrag Nervosität und Ichheit hat Rudolf Steiner Hinweise gegeben, weil das in seiner Zeit vor 100 Jahren auch schon etwas war, was sehr stark aufgetreten war, diese, wie er sagt, leichte Vergesslichkeit, wie man damit besser umgehen kann, wie man bewusst in eine Wahrnehmung hineingeht, damit man Dinge nicht einfach so ablegt, ohne bewusst dabei zu sein, weil das der wesentliche Moment ist, dass man es auch dann wieder erinnern kann und die Gegenstände wiederfinden kann. Und so ist diese Übung im Ablauf so gestaltet, dass man diesen Gegenstand, um es noch etwas schwieriger zu machen, noch mehr Bewusstsein dabei haben zu müssen, nicht an einen gewohnten Ort ablegt, sondern dass man einen Gegenstand an einem Ort ablegt, wo überhaupt nicht üblich ist oder wo man ihn eine Art selbst vor sich versteckt, dabei aber genau sich einprägt, in welche Umgebung dies geschieht, wo dieser Gegenstand abgelegt wird. Und wenn man sich das eingeprägt hat, sich ein entspanntes Gefühl erzeugt, um danach mit Ruhe wegzugehen, mit der Überzeugung, diesen Gegenstand, den werde ich bestimmt wieder auffinden. Und nach einer Weile, wenn man jetzt diesen Gegenstand wieder aufgreift, dann zeigt sich das Phänomen, dass eben in der Erinnerung zunächst das Bild auftaucht, diese Umgebung, wo der Gegenstand abgelegt wurde, und es dann leicht fällt, das wieder zu finden. Und diese Fähigkeit zu erwerben, die erspart sehr, sehr viel im Alltag, weil die Menschen immer wieder berichten, wenn sie Gegenstände verlieren, wie aufwendig das ist, etwas wieder zu besorgen oder wie viel Stress das auch bereitet, wenn man da und dort suchen muss und ja, und dass dann auch Reaktionen kommen in der Form, dass man ja bis zur Verzweiflung kommt. Das heißt, dass es auch sehr viel Kräfte kostet, wenn man lange Zeit eben suchen muss, bis man einen Gegenstand wieder finden kann. Du kannst das auch in der Eurythmie aufgreifen als weiterer Bestandteil, die zu dieser praktischen Übung dazukommen kann, in der Form, dass es eine bestimmte Übung gibt, eine Lautübung, wo
zunächst einmal man loslässt und in ein Gefühl hineinkommt, wie das auch bei der Übung der Fall ist, dass man in Ruhe einen Gegenstand ablegen kann. Diese Empfindung wird sehr unterstützt mit dieser Eurythmie-Gebärde.